Kontakte reduzieren, Abstand halten und vor 20 Uhr zu Hause. Mhm. Also im Prinzip gelten im Lockdown die gleichen Regeln wie in meiner Ehe. Schatz, wir nennen unser Erstgeborenes Hildegard. Hä? Und was machst du, wenn es ein Junge wird? Dann wird es Hildegard in der Schule später mal richtig schwer haben. Wenn der Mann nach dem Ehestreit recht hat, haha. Dann darf er als Belohnung meistens auf der Couch schlafen. Hey Sida, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr haben Sie als Mann in Ihrer Ehe das Sagen? Du Schatz, darf ich bei dieser Umfrage mitmachen? In meinem ersten Ehejahr ging es mir nur um die Vormachtstellung. In meinem zweiten um die Gleichberechtigung. Und seit dem dritten Ehejahr geht es mir ums nackte Überleben. Du Schatz, kannst du bitte mal kurz kommen? Das Auto springt nicht an. Hä? Wenn ich nicht mitfahre, Schatz, dann musst du links sitzen. Ich möchte nicht behaupten, dass meine Frau schlecht kocht. Aber ab und zu kommen ein paar Indianer zu uns und tauchen ihre Pfeilspitze in die Suppe. Du sag mal, Freundchen, jetzt so nach 10 Jahren Ehe, machst du da eigentlich immer noch Bumsele mit deiner Frau? Also wenn meine Frau nicht ab und zu mit offenem Mund schlafen würde, dann hätte ich gar kein Bumsele mehr.